Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucifer's Call oder Shimegami Tensei Lucifer's Call oder Shimegami Tensei Nocturne. Ja, ich bin mal wieder hier in Shibuya, da wo eine Zeremonie stattfinden sollte und dank dem lieben Shellador, der mich daran erinnert hat, wann das hier überhaupt stattfindet, kann ich jetzt direkt mit diesem Event hier starten. Eine Zeremonie beginnt gleich, sieht wirklich sehr verdächtig aus. Flex, verflex, verflex! Die können uns alle mal. Sie machen sich über uns lustig, nur weil wir Mannequins sind. Wir werden einen prächtigen Dämon beschwören und ihnen eine Tracht Prügel verpassen, die sie so schnell nicht vergessen werden. Jawohl, Zeit für unsere Revanche. Beeil dich und beschwör diesen prächtigen Dämon. Beschwöre den prächtigen Mara. Das wird echt toll. Wie ich schon sagte, es ist noch nicht so weit. Mara ist ein prächtiger Dämon. Wenn wir ihn zum falschen Zeitpunkt beschwören, könnte etwas Schlimmes passieren. Nachher schon auf die Sache aufzuschieben. Niemand, der sich über uns lustig gemacht hat, sollte länger leben als unbedingt nötig. Das stimmt, Herr Baphomet. Es ist genau wie der Kerl rechts von mir gesagt hat. Du da, sag's ihm auch. Sag ihm, dass er Mara beschwören soll, um uns das Leben ein wenig zu versüßen. Ja, genau, beeil dich. Siehst du? Er ist der gleichen Meinung. Jetzt beeil dich schon und beschwöre Mara. Wie ihr wollt. Meine Schuld ist es nicht, wenn etwas Schlimmes passiert, okay? Baphomet beginnt mit einem Singsang. Erwache, o Mächtiger, höre meine Worte. Trete hervor aus den Tiefen des Schattens und beuge dich meinem Willen. Tja, in der Eile habe ich Mara den Prächtigen in der Gestalt eines unvollständigen Schleimkörpers beschworen. Ja, lauf weg! Kratz zu erschwachen. Ja, auch schön. Kämpfen wir also einfach mal eine Runde gegen Mara. Was Mara kann? Keine Ahnung. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, dass Mara existiert, deswegen sind wir hier. Wir werden also Mara ein wenig malträtieren mit Nebelhauch und dann uns auch putschen mit Taukajan und dann... Denke ich mal, werde ich einfach mal draufhauen. Gucken, was passiert. Ding. Oh ja, das ist okay. Oha. Also er kann sich übel teilen. Okay, gut. Gut zu wissen, gut zu wissen. Jetzt frage ich mich nur, ob der das einmal macht oder macht er das nur bei Angriffen? Das wiederum weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ein Tarukaja noch sehr praktisch wäre. Finstere Melodie? Scheinbar. Okay, also so greift er mich definitiv. Also heilt er sich definitiv jedes Mal. Das ist doof. Dinge, die sich heilen, mag ich nicht. Dann sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich mit Magie angreife. Vielleicht ändert das etwas an der Sachlage. Da bräuchte ich aber dann gleich einen, der meine Magie erhöht. Nimm ich ihn. Und? Ändert das die Sachlage? Nein. Dann setzt trotzdem Diarahan ein. Was mache ich denn dann? Das ist eine doofe Situation. Dann werde ich wohl dazu übergehen müssen, ihm MP zu entziehen. Wäre jetzt der nächste Vorschlag. Taktik. Ich brauche eine Taktik. Habe keine Taktik. Habe ein Problem. Entziehen wir ihn einfach die MP und gut.
irgendwann kann er sich nicht mehr heilen und dann ist okay. Sack. Elender Sack. Da nehmen wir Taukascha. Taukascha hier, Taukascha da. Und vor allen Dingen mehr Meditation. Mehr Meditation für mich, weniger MP für dich. Diarahan, Diarahan hier, Diarahan da. Kann es sein, dass ich diesen Kampf später hätte machen sollen, wenn ich... ich sag mal... viel mehr Schaden auf einmal hätte raushauen können. Kommt mir gerade so vor. Kommt mir gerade wie eine sehr, sehr gute Idee vor. Aber dann müsste ich knapp 2300 Schaden in einer Runde hinkriegen. Das schaffe ich hier so dann nicht. Besonders wenn der meine Effekte mal wegmacht. Mal gucken. Oh mein Gott. Mal was anderes. Ich bin entsetzt. Und? Hey, so könnte ich den Kampf sogar gewinnen, wenn er jetzt nichts mehr macht. Vielleicht habe ich ihn jetzt wirklich seinen MP entzogen. Soll mir egal sein. Hauen wir mal einfach drauf. Da, 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 da. Verdammt! War ja auch zu schön, um wahr zu sein. Nee. Ernsthaft, wie soll der Kampf funktionieren, wenn er sich immer heilt? So eine Kacke. Aber das habt ihr nicht von mir. Dieses Wort habt ihr nicht von mir. Kann ich ihn irgendwie zum Schweigen bringen? Ich glaube nicht. Predigt. Panikschlaf. Alle Feinde. Naja. Ah ja, okay. Aber mehr als negieren konnte er das nicht. Von daher war es ein Versuch wert. Jetzt habe ich noch mal runter und Spöttelei, Matsio, Hammermann. Alles nicht das, um ihn hier wirklich auszunocken. Echt nervig. Das ist gerade ein Riesenproblem. Ich kann das ja nicht großartig unterbinden. Kann also gut sein, dass ich diesen Kampf eigentlich gar nicht machen sollte. Wie funktioniert denn Blitz auf ihn? Ist Blitz gut? Mag er keinen Blitz? Er steht auf Blitz. Mehr oder weniger. Zumindest sagt er nicht, ja, Blitz, oh nein, ich sterbe. Zwei Blitz. Ja. Blitzen würde, also dass er schön viel Schaden schluckt, wäre auch schön, aber sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, dass das jemals passiert. Oh mein Gott. Und Dekaja hilft definitiv nicht. Senkt physische magische Angriffe stark. Von mir aus. Dann mal wieder mehr MP entziehen. Mara ist doof. Ich weiß nicht, wie ich gegen Mara vorgehen soll, weil ich gegen Mara nichts habe. Dekaja, Hitfleisch-Effekte auf. Ja, hält hey, ein bisschen HP. Mach das, mach das. Zack, zack. Haben wir einen Dämon, der irgendwas Vernünftiges kann? Das wollte ich eigentlich gar nicht, also mich überspringen. Naja.
Ist ja egal. Der Kampf ist doof. Weil er mich nicht besiegen kann und ich ihn scheinbar auch nicht. Und das macht diesen Kampf gerade extremst doof. Ich wüsste auch nicht, dass ich jemanden hätte, der irgendwie, keine Ahnung, seine Verteidigung auf Null setzen könnte oder was auch immer. Ja, Berserker, klar. Ich könnte versuchen, ihn zu zappen oder zu vereisen, aber selbst davon habe ich nichts. Also wenn das gleich nichts wird, dann, keine Ahnung. Werde ich diesen Kampf überspringen. Bringt da nicht viel. Bringt da nicht viel. Seppen kann ich ihm scheinbar schon mal nicht. Spöttelei. Senkt Verteidigung. Erhöht Angriffskraft. Was ist das? Finstere Melodie heißt das, glaube ich. Müsste es heißen. Spötteln wir dann nochmal. Dann hauen wir drauf. Das hilft immer noch nicht. Weil er dann immer noch lebt. Wie doof. Wie mega uncool. Das wird der Berserker. Wow, ein Treffer. Wow, ich bin. Wow. Ich bin entsetzt. Diese. Wow. Awesome. Einfach nur awesome. Wow. Du nervst, Mara, du nervst. Du nervst so sehr. Du nervst. Du nervst so sehr, dass du gar nicht merkst, wie sehr du nervst. Ja, 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 ja. Diaran! Was soll ich dazu noch sagen? Oh Mann. Wenn jetzt Shikyuji das noch ein paar Mal machen kann und ich nicht von seinem Dekaja getroffen werde, dann könnte der Schaden sogar noch mal richtig schön hoch werden. Aber ich wette, jetzt kommt Dekaja. Nein! Wow, unglaublich. Der Schaden könnte jetzt ziemlich hoch sein. So. Wow, meine Güte. Fassen wir also zusammen, er wird definitiv 2300 HP haben, weil die Arahan völlig halt und im Prinzip gute Bufferung. Wie ist das? Gute Bufferung, großer Sieg oder so. Oh, warum steigt die ein Level? Hat die... Ach, sie hat Wachsamkeit auch. Ja, okay. Mana-Hilfe. Wey. Sieh mal, was ich habe. Nein, super. Ich find's aber toll. Baphomet und die Mannequins sind weggelaufen. Etwas liegt auf dem Boden. Du hast den Magatama Muspel erhalten. Klingt fast wie Muskel, ist aber keiner. Ich weiß, der wird zwar schlecht, aber trotzdem. So, Muspel. Das müsste einer hier sein. Muspel. Gewährt Krankheitszauber. Magie und Vitalität rasen in den Himmel und wir lernen halt Krankheitszauber. Ja. Warum auch nicht? Wenn man einen Magatama sucht, der Statuswerte verursacht, dann hat man hier den gefunden. So, das war jetzt ein Part, der viel länger gedauert hat, als ich eigentlich gehofft, / erwartet hätte. Aber naja, Ende gut, alles gut. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, wenn wir nach Mifunashiro aufbrechen, denn dort geht jetzt die Action ab. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.